Ihnen habe ich noch Respekt, aber bleiben Sie jetzt dort stehen. Ja. Wieder einmal genervte Autofahrer gegen Klimakleber. Welche Rechte nehmt ihr euch denn hier raus? Ich scheiße auf euch! Es reicht ganz langsam mit euch! 17.15 Uhr, Glockengießerwall, Hamburger. Digga, was soll denn das überhaupt bringen, Alter? Hätte jetzt mal ein Real Talk. Was soll denn die Kacke bringen? Check's nicht. Innenstadt, Stau. Mehrere Klimaaktivisten der letzten Generation blockieren die Straße, kleben sich fest. Heftige Diskussionen entbrennen zwischen Autofahrern und den Aktivisten. Südafrika, die Kinder, die haben was zu tun. Ihr, was habt ihr da? Habt ihr schon mal Hunger mit? Neue Schuhe an? Hast du schon noch ein geiles Handy? Es bleibt nicht bei Diskussionen. Ein Autofahrer hat die Nase voll, eilt von seinem Wagen hinten im Stau nach vorn. Er fackelt nicht lange, fängt an, die Blockierer von der Straße zu zerren. Verpisst euch, einer! Verpisst euch! Versucht, den Weg für die Autos frei zu machen. Weg da, weg da! Er bekommt von anderen Autofahrern Unterstützung. Zahlreiche Schaulustige beobachten die Situation. Die Lage eskaliert. Auch Medienvertreter, die über die Blockade berichten, werden unsanft aus dem Weg geräumt. Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich dort drin! Alter! Es kommt zu Prügeleien mit Aktivisten. Erst als die Polizei auftaucht, beruhigen sich die Gemüter. Fast 3 Stunden später gelingt es den Beamten schließlich, auch den letzten Klimaaktivisten von der Straße zu holen. 3 Stunden, Digga, kracht es. 3 Stunden. Digga, ich sag euch ganz ehrlich. 3 Stunden, Digga. Gegen die Aktivisten, aber auch gegen die handgreiflichen Autofahrer werden. Es ist dumm, handgreiflich zu werden, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, guck mal, Chat, stellt euch mal vor, eure Mutter oder so ist krank und ihr fahrt gerade zu ihr und auf einmal ist irgendein Klimaaktivist da auf dem Boden und klebt sich da dran. Digga, dann würde ich ihnen auch ein Ding geben, sage ich ehrlich. Ermittlungen aufgenommen. Oder schwanger, sonstiges. Sie bleiben hier stehen. Geisteskrank, Digga. Oh mein Gott. Danny, Auswanderung habe ich gerade auch nicht gecheckt, Digga. Was ist das für oh, die gibt's hier auch, by the way, meine lieben Freunde bei King. Ja, ich sag euch ehrlich, ich hätte richtig Bock, jetzt was zu naschen zu essen. Nicht sowas. Ich hab nicht so Fetthunger, aber sowas zu naschen, ich schwöre, dafür würde ich jetzt viel geben. Boah. Ja, Mann. Warte, zeig. Chat, seid ihr Schokoladentyp oder Chips-Typ? Seid mal ehrlich. Oh, hier Pocky. Chips. Voll viele sind Chips. Digga, ich muss ehrlicherweise. Digga, OGs sind komplett ausverkauft wegen euch. Oh ne, ich krieg zu viel Hunger. Mods sendet den Link rein. Und King Cans. Ich darf zwar nichts essen, ihr dürft was essen. Falls ihr da Bock drauf habt, bestellt euch was da. Ja. Digga, das ist ja wirklich geistkrank. Oh, sie ist nur wegen dir ausverkauft, ja. Ist ja wirklich crazy. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin eher so der Schokoladentyp. Ja, für solche Dinger würde ich jetzt richtig viel machen, Alter, sag ich ganz ehrlich. Mast schummelt, Digga. Ey, ich schwöre, ich gehe auf die Seite und krieg Hunger. Ich habe einfach gerade Hunger bekommen. Ey, Jungs, wie heftig habt ihr Hunger? 1 bis 10? Echt jetzt? Was?
Ja, bei mir ist es so bei einer 4, 3. Also ich würde jetzt safe was essen. 100%. Ich würde jetzt 2 Döner-Teller wegfetzen. Breitenberg! Sag ehrlich, würdest du jetzt einen Döner-Teller wegfetzen? Digga, er ist richtig in seinem Film, ne? Das ist richtig krass. Der kommt da nicht raus, Digga. Breitenberg, Alter. Ja, ist das krass. Digga, hat der wirklich 1600 Euro? Digga, ihr müsst euch überlegen, das sind ungefähr 3 Packungen in seiner... ...wieder diese Dinger essen. Sag ehrlich, Digga, also das ist wirklich geisteskrank, ne? 15.000 Kalorien, 1600 von diesen Pocky-Dingern. Der schallert die da weg, als wäre es nichts. Nee, der ist krass. Mit Stoney, ja. Habt ihr egal. We're back. Aber ich glaube, er bricht ab. Nee. Er bricht ab. Hoffentlich, wenn wir finish this before my battery dies. Happy Holidays, everybody. Digga, was er schon alles gegessen hat, ist wirklich geisteskrank. Hier, Digga, das. Das ist, glaube ich, safe schon. Für... Das ist so ist krank, das? Guck mal. Das... Report everything on this right here is 9 orders of 100 French fries, 4770 calories. Just. Hä? Warum guckst du dir das an? Ich weiß nicht. Das turnt mich ab vom Essen. Oh. Right here. Now we're going to pour guck on mal, Digga. A whole 38 ounces of chili. Crazy. Guck mal, guck dir das an! That's half the can. You can see that's about. God, just pour. Oh no! No! Und der hat am Ende alles weggefuttert. Damn! Was? Ja, da drüben die Berge? Nee. Das da. Hast du mich? Nein. Was ist das? Chat gerade? Was ist das? Du siehst doch hier. Hier ist doch gerade so ein Riesenberg drüber, ne? Ja. Da und. Verarscht mich gerade. Hier auch. Ja? Das ist Most Replayed. Das guckt euch nochmal an. Verarscht mich. Wusste ich nicht. Du kannst ein Video gucken, aber hier ist auch höher. Da ist dann wahrscheinlich was Spannendes passiert. Da sind die geilen Sachen. Gib mir a spoon. Ah. Most Replayed. Das wurde jetzt gereplayed. Boah, Digga, das ist ekelhaft. Aber Digga, du bist. Kannst du das nicht wissen? Ja, ich bin kein YouTuber, ich bin Streamer. Ja. Oder? Ja, schon, aber ich bin nicht guckst so krass. Du gerade YouTube? Ja, schon, aber ich bin. YouTuber. Ja. Digga, wie er das noch löffelt, nachdem er das alles gegessen hat, ist geil. Ja. Come here. Oh. Warum sieht der Bro seit 30 Jahren eigentlich gleich aus, Chat? Oh, wieso? Ja, es ist. Los. Wir lieben über 7 Tage nichts essen. Ja, das wird man ja auch nicht schaffen. Ey, lass uns danach sowas. Nee, das ist auf gar keinen Fall gesund, Bro. Was müssen wir danach. Ey, warte mal, wenn wir jetzt fertig sind mit der Challenge, was müssen wir danach essen? Kannst du ja aussuchen. Ja? Also wir müssen erstmal morgens dann eine Brühe oder eine Brühe, Smoothie, ja. Dann kannst du. Was ist. Alles wird. Ich nehme Adana Kebab. Kebab? Ja. Oh, da lacht er. Guck mal, wie er lacht. Ja. Wir sind schon voll. Aber wir haben noch nicht mal 24 Stunden. Wir sind erst 12 ja, Stunden. Ja, was soll ich sagen? Wir haben wirklich schon... 5 Stunden? Ja, wir haben 24 Stunden. Nee, wir haben 22. Haben wir das drauf? Wie lange haben wir nicht gegessen? 22 Stunden. Das kommt hin, ne? Das Geist ist krank, Digga. Ich hab's auch gesagt. Ja, aber man sollte doch leicht wieder anfangen zu essen, oder? Ja, deswegen machen wir morgen eine Suppe. Und dann kann man abends wieder reinhauen. Ja? Nimmst du was? Warte mal, gibt's Samstag morgen? Samstag? Kannst du Volker zweimal essen? Ja, ich mach zweimal. Zweimal so leicht. Ja. Ich muss den auch nicht umbringen, muss ja nicht gleich sowas machen. Danach, Chat, nach den 7 Tagen erstmal Wettessen gegen Ada. Zweite Dings. Das ist eine Win-Challenge, ne? Ja, ich mach die morgen.
Happy Holidays, everybody. Also, Kibus kommt ja morgen hierher. Ich mach die ja mit dir zusammen. Ja. Die was mitmachen. Kibus kommt heute Abend schon, ne? Ja, ja, um 0 Uhr so. Eigentlich nicht. Ja. Aber morgen halt, ne? Ja, stimmt. So, sag ich hier. Das fuckt ihn so ab. Seid ihr alle koffeinsüchtig? Ja, stimmt. Denke ich. Ja. Ich hab erst eine halbe Flasche heute getrunken. Was ich versuche. So eine halbe Flasche, glaube ich. 3,5 weg. Ja. Mann, Digga, das schmeckt nach Kacke. Ist das Salzwasser? Nein, das ist keins. Ist das Salzwasser? Ja. Dann trink das jetzt erstmal. Also, wie kannst du das denn? Du kannst machen, was du am Tag. Ja, ja, das geht dann. Wenn wir mehr trinken, ist nicht schlimm, oder? Morgens essen. Hat Mr. Beast ein Video hochgeladen? Nee. Kannst auch Kiwi. Ein knapp. Hat sie vor. Hat sie vor, sehr gut. Rück mir auch Zahnpasta mit und so. Ja, echt jetzt? Ja. Ey, egal. Sie bringt eh schon mit. Ja, gut. Ja, ja. Ist das geisteskrank? Digga, nur Pommes einfach, Digga. Ist das geisteskrank? Oh, being stupid, but any. Times out of 30, right? Mm-hmm. All right, wait one second. In 20 Minuten, Digga, überlegt euch das mal. Max, wie kriegt man das hin, dass man hier mein Handy überträgt? Clash Royale? Ja. Eine Runde will ich gegen dich spielen. Ich hab doch auch eine Elgato hier hinten, oder nicht? Gibt doch noch so andere Varianten. Ja, genau. Wer macht das so? Was bist du denn? Was bist du denn für eine Elo? Also wie viele Pokale? Doch, oder? Ja, oder diese Meisterliga da. Ja. Gut. Fett, ist Liga 8 gut? Ich habe ihm ein bisschen zugeguckt, er war nicht so gut.
Echt jetzt? Bin ich gut. Ich bin seit 2 Wochen. Ja. Würde dir das verändern, wenn ich Clash Royale streame? Guck jetzt nur Nein in den Chat. Aber ist nicht. Oh, ein paar schreiben ja. Also Mehrheit schreibt ja. Chat, glaubt ihr, ich habe eine Chance gegen Max? Ich spiele halt immer nur mit Phoebe zusammen, ne? Wir hocken uns. Dings, also wie, sie legt mich ein, Duo, und wir zocken Duo. Ja? Okay. Bin aber nicht so schlecht. Warte mal, ich kann doch mal mein Handy zeigen. Guck, komm mal. Ein Freestyle-Deck von mir selber, aber ist gut. Warte mal. Freestyle-Deck. Aber ich komme nicht Arena weiter. Du hast alles Max. Ja. Lecker. Ja. Der Freestyle. Wer hat dir das Deck gesagt? Ich selber. Aber das ist voll gut. Oh. Also ich bin damit weit gekommen. Also ich war hier. Du würdest aber mit einem richtigen... Hier. Ja? Ey, wenn du ein richtiges Deck... Ja? Weil ich habe auch ein richtiges Deck. Ich find's auch witzig... Ja, das ist... Ja? Yeah. Aber das ist halt scheiß Level, ne? Ja, das ist das Problem. Ja. Hey, ja, dann zocken die Tage. Ja, machen wir. Okay, dann zocken wir die Tage gegen Max. Ist es so ein OP-Deck? Das was das zweite? Chat, dann wird die Tage gegen Max, Moin Max, hier Clash Royale gespielt. Max war E-Sportler früher. War es einer der besten? Digga, ich hab dir doch damals... Ich kannte dich sogar wegen Clash Royale damals. Aber ich wusste nicht, dass du so krass bist. Echt? Ja, das ist ja einfach. Wer ist jetzt der Beste in Deutschland? Morten? Morten. Morten habe ich ein paar Clips gesehen nur. Auf TikTok. War zweimal. Ein HP. Nee. Doch. Nein. Digga, das will ich jetzt sehen. Fisch. Karl. Morten. Ein HP. Digga, das wird mir direkt vorgeschlagen sogar. Ja. Well, Morton's rotation was. Wo ist das? Nee! So viel. Eine halbe Million! Oder 250.000 oder so. Was? Oh, das ist. Wir hatten mal against Igor and Igor kept setting the exact same attack right hand side. Yep. The miner, the bats, Zap was easy to deal with it. Morton had his cards. Exposing value there from Morton. Recognizing the cycle. Gets another shot! Alter. Hi, Wolfgang. Ein HP. Nicht Weltmeister geworden. Das ist doch geisteskrank. Ja, guck durch das an. Gottlos. Digga, da kracht's doch aus allen Himmelsrichtungen. Junge.
Danach bist du depressiv. Digga, das ist, also. Oh mein Gott, der Arme, Digga. 10 Millionen Views hast. Fucking 1 HP, Digga. Oh. Würde iPad werfen. Was passiert, wenn du so ein iPad wirfst in dem... Ja? Morten ist der ewige Zweite, Digga. Air Real Talk. Nur deswegen keine 350k gewonnen. Was? Letztes Jahr wieder Zweiter geworden. Arme, Digga. Also, Digga, guckt euch das an. Digga, überleg mal nur, ein Skelett wäre da irgendwie anders gespawnt und hätte dann noch einen Hit gemacht. Das könnte ich wirklich nicht verkraften. Wirklich krass. Wegen einem HP-Chat. Danke euch für die ganzen Subs, by the way, die ganze Zeit über reinkommen, ne, Chat? Auch für die ganzen Subs, für den ganzen Support, auch wenn ich nicht alles vorlesen kann, weil ich auch zwischendurch unterwegs bin. Chef Stroh. Leute sagen, ich soll Chef Strobel 8 HP gucken. 8 HP? Was? Es war ein... Ja, warte. Oh, scheiße. Oder? War da ein Babyschen? 8 HP! Chef Strobel, Alter. Der neue Psycho-Andreas. Er ist ganz leise im Hintergrund und schreit, aber 8 HP! Nein! Digga, ich guck mir 1 HP an und die Leute sagen, guck dir Chef Strobel 8 HP an. Wie er einfach so chillt und komplett ausrastet, oder? Ja. Die Frisur auch noch, Digga. Dieses Mike auch noch. Ja, böse. Oh, scheiße. Oder? War da ein Babyschen? 8 HP! Chef Strobel, Alter. Der neue Psycho-Andreas. Er ist ganz leise im Hintergrund und schreit, aber... Es war ein... Ja, warte. Oh, scheiße. Oder? War da ein Babyschen? 8 HP! Strobel, Alter. Der neue Psycho-Andreas. Was? Ja? Geht los? Es geht los, Chat. Ich übertrage euch wieder den Stream. Kuss für die ganzen Donations. Mach die Cam auch wieder aus.
Yes. Sofort da runter, so irgendwo so Dinge los, Digga. Das ist doch jetzt mal mit Dates und so. Sofort auf Wir sind doch nicht mal einen Tag dabei, was machen wir hier? Hört ihr alles? Warte, jetzt ist kurz Black Screen und vielleicht müsste man alles hören. Ich muss kurz gucken, ob das funktioniert, Bro. Cutting edge metal posters for the next generation of collectors. Okay, Chat, ich hab euch nebenbei auf dem Handy offen. Ich schreibe euch auch ab und zu was in den Chat rein. Also seid aktiv im Chat. Okay? Discover officially licensed designs from the brands you love and watch them work as a team. Welcome to a whole new wall. Supportet mich verdammt nochmal bei den Abstimmungen, okay? Seid auf meiner Seite nochmal bei den Abstimmungen, okay? Seid auf meiner Seite wenigstens. Ja, Mann. Okay, du musst. Ich komme. Jetzt auch nochmal richtig schön das Hotdog-Kostüm. Richtig schön. Aber ich habe auch gerade gesagt, es ist, weil unser Magen leer ist. Ja. Unser Darm ist ja alles leer. Leerer als sonst. Nee, aber ist ja gut sogar. Wenn der Darm leer ist, hast du weniger. Ich habe gerade. Das glaube ich nicht. Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Überhaupt keinen. Also bei mir nicht einmal. Aber du hast auch mit Kalorien vorher sehr reduziert. Du bist so die langfristige Taktik. Ja, bei dir ist das richtig doof. Ist so, jo, hast du Bock, einfach nochmal 4 Tage länger zu machen? Mann. Das macht keinen Sinn. Ich glaube wirklich. So, bei dir ist vielleicht wahrscheinlicher, dass du am zweiten oder dritten Tag rausfliegst, als bei einem Noah. Warum? Ich glaub, weil du schon mit weniger Kalorien reingegangen bist. Er hat jetzt gar keinen Hunger. Dass du raus. Ich habe immer einen vollen Bauch. Aber ich glaube, du schaffst eher als nur die 7 Tage. Weißt du, warum ich länger denke, dass ich schaffe? Weil ich auf diesem Level weißt du? Ihr müsst auf die Stühle setzen. Den hier. Ja. Und nicht den. Genau. Deswegen ist nur bei Tag 3, Tag 4 richtig. Richtig. Ja. Ey, wir sitzen wirklich wie Dullis da. Wir müssen uns auf die Stühle setzen. Ja, wie Idioten. Stefan kam auch schon gerade auf die Couch gesetzt. Ja, aber das ist auch sehr einladend. Ja, wieso bin ich jetzt in der Mitte? Ich saß hier schon. Ich bin doch hier moderieren. Ich brauche hier einen Zufall. Ohr fehlt, ne? Ja, Ohr fehlt. Ohr fehlt, der ist noch kurz aufs Klo. Was wird genau gespielt? Wer bin ich? Who am I? Du kennst dich, wer bin ich? Wollen wir ein bisschen gleich. Wow, Wahnsinn! Ihr dürft euch gleich, wird ja hinter euch der sein, der ihr seid. Ah, ihr dürft euch nicht umdrehen, auf keinen Fall. Niemand umdrehen. Ja, niemand umdrehen. Das ist schon da. Das ist schon da. Naja, noch ist es noch nicht da. Ja, aber schon da, schon. Ja, jetzt ist schon Kredenz. Es ist schon Kredenz. Deswegen ist es auch nur, dass ihr euch zu 5 auf die Couch gechillt habt. Ah, jetzt geht's. Okay, ich brauch schon Baller. Was ist mit der Spiegelung? Mit den alle Fragen auf dem. Das ist ein sehr guter Punkt. Die sieht man tatsächlich ein bisschen. Hm? Oh ja. Boah, Wahnsinn. Oh, ich schwör, ich wasch den. Wo ist denn der Handy da reingetan? Das macht schlimmer. Das hat es schlimmer gemacht. Ja. Das hat schlimmer. Ist schlimmer. Wir müssen dazwischen. Aber es ist schlimmer geworden. Echt? Echt jetzt? Ja. Das kann hart werden. Das Problem zu lösen. Kann man das lösen? Was? Also entweder wir müssen das... Wieso? Ach so, ihr seht im Spiegel euer? Ja. Also wir müssen ja eigentlich... Also ich sehe, dass hinter mir rechts ist so ein Sonnenaufgang mit so... Oh ja, stimmt, den sehe ich komplett. Ja. Das ist die Spiegelung weniger geworden? Mhm. Mehr. So. So sehe ich nichts. So sehe ich nichts. Ja. Prima. Wahnsinn. Ja, so ist so ganz, ja, ganz gefixt. Einfach gefixt mit Licht und Vorhängen, ne? Das ist so krass. Das wird jetzt so richtig kompliziert, ja, so eine Decke dahin und so. Oh, du hast dich für den anderen entschieden? Nee. Weil der mir alle gerade in die Hand gedrückt und meinte, boah, oh, das ist doch meiner. Boah, ist wieder richtig geil. Der lag dort. Das ist doch der hässliche. Oh, der ist echt so beschiss. Ich nehme ihn sonst. Nee, ich nehme ihn so lange. Ich sag, am Ende geht die auch noch kaputt. Alles glaubst du, was zum Rumspielen, Digga? Kaputt. Mach mal hier auch einen Chat los. Ja, nimm doch so einen Nerf-Gun und schieß nur ganz ins Gesicht. Wenn es nein ist, das immer mit der Nerf. Also das mit ja ist nicht. Ja, wieso passiert in deinem Chat nichts? Das ist ein Trans-Chat. Oh. Wieso, was ist bei mir? Passiert nichts, sagt er. Aber wieso passiert im Chat nichts? Chat, seid mach mal das, was passiert. Seid ihr doch wach? Mach das, wow. Wer gewinnt bei Wer bin ich?
Was ist, wenn man den Gegenüber nicht kennt? Passiert. Ja, den wirst du schon kennen. Das ist Max? Nein. Ich verstehe das Spiel nicht. Good one. Sind alle am Start. Sind wir jetzt in einem Team? Nein. Nein. Jeder oder? Eins sind. Aber wir. Aber ich kann ja nicht. Ja, du kannst. Nur die drei können ran. Ja, jetzt hast du es verstanden. Super. Warte, ich erkläre es gleich. Ja, ja. Wenn Rohat wieder da ist, der schon. Ja, der. Aber jeder ist eine andere. Okay, okay. Hat ja auch auf jeder ist eine andere Person. Jetzt verstehe ich. Okay. Ich dachte, wir machen jetzt so Team Edition. Ja. Ah, okay. Ne. Weil nur wegen den Seiten. Nee, egal. Cool. Nee. Ist geiler, wenn jeder einen hat. Ist geiler, wenn einer hier gerade ist. Ist das Challenge? Oder ist das ist keine nur, Challenge. Einfach nur so, wir machen es. Einfach nur so. Kann man den Challenge? Das ist Werbung. Weil es Spaß macht. Wollen wir eine Mini-Bestrafung einbauen mit dem, der es als letztes oder erscheint? Oder eine Mini-Belohnung. Er darf... Stück Pizza ist... Klingt nichts. Ein darf ein Lolli oder was? Der verliert ist raus, würde ich sagen. Ich kann leider verlassen. Ich kenne den aber nicht. Keine Ahnung, Gewinner kriegt von der Nerfgun ins Gesicht. Muss die Augen zumachen vorher. Verlierer. Ja. Ja, Verlierer. Ins Gesicht. Ins Gesicht? Ja, natürlich. Ja, also locker ins Gesicht. Das sind Nerfgun. Darf man einmal den testen? Auf den Arsch. Wenn die Augen zu sind. Sag mal, wollt ihr euch jetzt gegenseitig mit der Nerfgun? Ist schon Zug. Ja, ist eine Bestrafung. Direkt ins Auge. Schon scheiße. Stimmt! Halt mal deine Hand hin, Alter, wenn du ziehst. Wenn das hier drauf geht, nicht ins Gesicht. Nicht ins Gesicht. Hä? Das wusste ich gar nicht, dass hier so ein Bums hat. Wer schlägt dem die Eier vor? Weiß ich nicht. Weiß ich. Was ist hier los? Eine andere Bestrafung, vielleicht mal Chat, vielleicht haben die eine Idee. Ja, auf die Wange. Irgendwas? Wange. Schön dich dran, bang. Ja, Wange kriegen wir hin. Okay, ich werde eh nicht verlieren mit dem her. Ich auch nicht. Mir ist auch nicht. Mir ist bestochen. Einer schreibt, alle Gewinner an Erfahrung. Ist auch gut. Was? Alle Gewinner an Erfahrung? Nein, ist falsch. Nein, ist oder falsch. Ein komplettes Magazin, aber dafür auf dem Rücken. 50 Liege. Einer schreibt, okay, guter Call, Brille auf. Wie Brille? Ja, einfach eine Sonnenbrille. Hast du Sonnenbrille und dann bam, ins Gesicht. Und dann zack in die Sonnenbrille. Nee, und dann ganz kurz. Doof. Ich würde dann schießt ein ganzes Magazin auf dem Rücken. Ist doch gut. Die Sonnenbrille. Ja. Ein ganzes Magazin auf dem Rücken. Ist noch beschissener. Ein ganzes Magazin auf dem Nacken. Auf dem nackten Rücken. Ja. Ein ganzes Magazin. Das ist geil, da passiert doch nichts. Das sind Nerfguns für Kinder. Ja, das ist cool. Warte. Ja, nee, das schmerzt eigentlich gar nicht so. Guck mal, was ist das für eine. Was ist das für eine Bestrafung? Da haben wir noch Kostüme, ne? Soll ich immer uns beide machen zum Passen? Ja, noch? Okay, warte, wir machen uns beide. Kostüm. Warte. Oh. Ah, warte. Der ist cool. Nee, sag mal eins. Das Schmerz. Kostüme. Burger, Spiegelei, ganz viel. Spiegelei. Oh, ja. Der Challenge muss morgen 6 Stunden Spiegelei. Was? Nee, heute. Heute noch. Heute 2 Stunden bis 20 Uhr, ja. Weil es ist ja nur eine kleine Challenge. Ja, Digga, es ist ja nur eine kleine Challenge. Nein, das ist voll die krasse Challenge. Aber ich sehe mich bis 20 Uhr nur? Ja. 2 Stunden Spiegelei an. Sagen wir, bis heute weg ist. Achtung. Nee, bis 20 Uhr. Oder? Man kann mit denen wirklich ziehen im Fall. Wenn im Fall. Das ist ja, ganz kurz, es ist doch schon 17:30 Uhr. Ja, Rohat kackt seit 20 Minuten. Der hat doch gar nichts gegessen. Nee, das ist meiner. Perfekt gelandet. Oh, guck mal. Siehst du die Kette? Kriegst du alle? Bei sowas nicht. Ich auch nicht. Aber allgemein? Pizza, wenn da jetzt so eine richtig warme, gut riechende Pizza liegen würde, direkt Hunger. Boah. Aber ist das so ein Jojo, dass er unten bleibt? Ja, das ist auch richtig das geil. So. Das roh! Nuggets. Hey Jungs. Leberkäse. Bei mir kracht schon langsam, ne? Wieso? Weil? Setz dich hier. Der Zotterkostüm ist so geil. Das ist echt geil. Ich hab Kopfschmerzen und ich hab jedes Mal das Gefühl, ich muss kacken. So sieht's doch aus. Ja, der Ernährungsgesetz ist nicht auf Klo, muss doch nicht kacken. Ja, schon zweimal heute. Der Ernährungswissenschaftler. Kannst du machen, dass das unten bleibt? Der kennt gar nichts damit, oder? Kannst du das, dass es unten bleibt? Hier unten bleibt. Boah, krass. Ich glaube, es gibt so eine Funktion, wenn ich es genug festmache, dann klingt das wie geil. Ist das ein Burger? Das ist ein Burger. Oh mein Gott, ein Burger ist gut. Wir machen aber ruhig wie ich sehe mich aber schon mit so einem Spiegel. Den Burger würde ich noch freiwillig anziehen. Oh mein Gott, ist das eine Ananas? Ich habe hier so logisch. Der Verlierer, der jetzt am schlechtesten ist in dem Spiel, fällt gerade auf als Spielgeleiter. Okay, das ist, wenn Rohat verliert. Was ist, wenn Rohat verliert? Dann muss er bis 23 Uhr noch. Oder die letzten zwei? Ja?
Die letzten zwei finde ich gut. Ja, letzten zwei ist gut. Die letzten zwei ist erraten. Okay, ich muss was ist, wenn Rot einer, was ist, wenn Rot einer davon ist? Warte, ja, ich ja, es, ist es ist ein Kostüm. Okay, warte mal. Erstmal das Spiel und dann die mach Bestrafung. Ja, mach das hier auf. Okay. Okay, das ist aber das Gute, weil mich hat man jetzt schon im Kostüm gesehen, mäßig. Und die nächsten Tage werden dann nicht so schallern. Dann müsst ihr die nächsten Tage im Kostüm sagen. Nee, jetzt geht bei der. Aber genau, ja. Ja, ich finde find so Kostümsachen eh nice. Ich will den Burger. Es immer so ein, zwei Leute, die ein Kostüm tragen. Ich finde den Burger geil. Okay, die letzten, die schlechtesten zwei kriegen als Bestrafung ja, ein. Die schlechtesten zwei kriegen ein. Und man darf sie nicht selber aussuchen. Also die Gruppe sind auch. Zwei Stunden. Ist eine kleine Challenge. War das egal? Ich will den Burger. Direkt danach und dann zwei Stunden. Direkt danach zwei Stunden. Ja. Sollte es Rohat sein, muss Rohat von 20 bis 22 Uhr noch dann. Darf man sich das Kostüm aussuchen? Nein, das wird ausgesucht von der Gruppe. Setz dich. Okay, Mann. Also. Wir spielen gleich Wer bin ich? Und wir haben ja von dem gesamten Event Displayed als Hauptsponsor. Deswegen werden gleich für uns Displayed. Ich habe schon richtig geile Dinger gesehen, Digga. Hinter uns gehangen. Die will ich auch nach Hause nehmen. Weil wir werden jetzt gleich Personen sein. Ich weiß nicht, können wir Personen sein? Oder können wir auch Gegenstände sein? Oder Animes? Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Ich glaube Personen. Person. Können auch, glaube ich, Charakter sein. Kann auch nicht Charakter sein aus einem Dings. Also Jack Sparrow. Nicht, dass es hier spiegelt. Nee, nee. Haben wir schon gecheckt. Spiegelt nicht. Displayed ultra geil, mit Metall, Poster, magnetisch, kann man sammeln, kann man verschiedene haben, brauchst nicht Schrauben, Dübeln oder irgendwas, kannst einfach hinkleben und kannst Dinge austauschen. Bei meinem Bruder in der WG haben die das sogar gemacht, da hatten wir auch Displayed beim Fußballsponsor am Start, da hatten die sehr, sehr viele und haben dann komplett einmal ausgetauscht. Es gibt über 1 Million, wo ist die Kamera überhaupt, die hier? Es gibt über 1 Million Designs, also alles dabei, die haben auch Rechte von allen möglichen Serien, Filme, alles Mögliche. Könnt ihr euch mal sehr gerne durchklicken auf displayed.com und mit Code NFC, also No Food Challenge, NFC, bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Schwankt während der Woche zwischen 25% und 35% Rabatt. Haben auch schon einige ordentlich reingeshoppt. Da könnt ihr auf jeden Fall fett was sparen. Wir spielen jetzt hier gleich Wer bin ich? Da werden dann die Displays hinter uns gehangen. Sechs Personen. Verlierer kriegt ein Kostüm an. Die zwei schlechtesten kriegen ein Kostüm an für 2 Stunden. Wir spielen 2 Runden. Und jeweils die letzten. Okay, dann müssen wir zusammenrechnen. Und kann man zweimal. Okay, jeweils der letzte aus der Runde. Kann man zweimal verlieren? Ja, kann man. Man kann zweimal, dann bis 22 Uhr das Ding. Ja. Oder bei Rot bis 24 Uhr. Ja, okay. Zusätzlich hatten wir noch eine Challenge, die länger läuft, wo ihr mitmachen könnt, eine Community Challenge mit Displayed. Ihr könnt unter dem Hashtag NFC Trimax auf Twitter ein Design entwerfen, Hochformat 9:16 oder 16:9, eins von beiden. Ihr kennt euch da aus. Könnt ihr irgendwas Geiles entwerfen? Solltet ihr gewinnen, das stimmt wieder ab, solltet ihr gewinnen, ihr habt was Geiles dabei, wird euer Design auf ein Display gedruckt, das wird hierher geliefert, dann werden wir das alle unterschreiben und dann kommt das Ding zu euch nach Hause, das ist eine sehr, sehr coole Challenge und wenn ihr alle Teilnahmebedingungen erfüllt und so weiter, wird sogar, kann euer Design als Design im Shop verfügbar sein, was auch sehr cool ist, dann können das die Leute sogar bestellen, genau, das ist es, das sind die Dinger, die ihr machen könnt. Ja, mega nice. Vielen Dank an Displayed. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt die Runde... Ich habe was Cooles im Chat gelesen. Ja? Rohat hat 7 Tage den Hotdog an. Also der Hotdog sieht geil aus. Okay, jetzt werden die Dinger hinter uns gehangen. Keiner darf gucken. Wir machen alle Augen zu. Alle Augen zu. Augen zu. Und nur die Leute, die... Ich habe ja jetzt schon, jetzt kann ich Augen aufmachen. Wie macht man das? Ja. Ich erzähle dir gleich die Regel nochmal. Du darfst aufmachen. Ich auch? Nein. Nee, macht sie einfach alle kurz zu. Macht sie alle zu kurz. Alle zu? Alle eben. Ja, dann sehen wir auch zusammen die. Kann sie aufmachen. Max kann jetzt aufmachen, weil hinter ihm hängt das ja. Ey, wenn es die großen Dinger sind, ne, dann müsst ihr eigentlich 2 solche Kleber draufhängen. Normalerweise. Normalerweise. Aber hier ist ja. Oh, ich krieg meinen jetzt erst? Ey, ich werde. Scheiße, du hast deine Augen immer auf. Jetzt habe ich meinen? Ey, ich habe auch Angst, dass ich es nicht kenne, ne? Was muss ich denn tun? Wie bekannt sind die Leute? Figuren? Kriegst du hin. Okay. Wäre echt assi, wenn man am Ende ein Kostüm kriegt, wenn man die Person nicht kennt, ne? Ja. Was ist aber dann ist es so, dann hast du Pech gehabt. Ja. Keine Ahnung. Nee, Digga. Und ich hab irgendwie... Warum hab ich das nicht bekommen? Ich hab nichts davon. Ich hab
Warte mal, nicht meine Augen. Wer ist denn eigentlich der Verlierer? Ich kenne nichts. Der Letzte, der geraten hat. Wer das nicht schafft. Also, davon schon, ja. Warte mal, bin ich der Verlierer, wenn ich es dir gut beschreibe? Nein, ich erkläre das Spiel. Ja, du kriegst das Spiel. Also, wer bin ich ist, wir sehen jetzt hinter uns was. Du bist jetzt irgendwas, okay? Du bist jetzt jemand. Du bist jetzt ein Charakter, eine Person. Aus der Serie, Film, ein Schauspieler, keine Ahnung. Bist du? Du kannst jetzt immer Fragen stellen. Die darf man nur mit Ja oder Nein beantworten. Ist die Frage Ja, kannst du die Frage nochmal, kannst du noch eine Frage stellen. Aber auch relativ schnell, nicht zu lange dödeln. Ist die Frage Nein, ist der Nächste dran. Und du darfst keine negativen Fragen stellen. Sowas wie, bin ich nicht ein Schauspieler? Ja. Okay. Checkst du? Wer fängt an? Und es geht am Ende ein, am Ende kannst du dann raten. Und wenn du es hast, hast du gewonnen. Und am Ende gibt es einen, der es noch überhaupt nicht hat. Der ist dann... Fangen wir links an, damit ich das verstehe. Wir fangen da an und gehen so rum. Das ist gut. Gut, weil Robert hat schon kurz jemand. Also, dann machen wir aber auch mit Nachziehen, ne? Auch mit Nachziehen, klar. Dann ist Stechen. Nur so ist Stechen, Schick-Schack, schon wieder das Kostüm. Wir müssen den Chat ausmachen. Ja. Oh jo. Chat ist gut. Habt ihr alle gecheckt mit Nachziehen? Ja, ne? Ja. Bin ich männlich? Kennt einer das? Nee. Oh Gott, ihr drei kennt darf ich gucken? Also wenn ihr schon nicht kennt... Warte mal, dann habe ich so keine Befürchtung. Bin ich aus dem Anime? Ja. Ja. Okay, gut. Yeah. Oh, wie das hat schon verraten, weil ich es einfach nicht kenne, ne? Das ist ja fies. Ja, aber bin ich bin aus dem Anime. Dran, ja. Du bist aus dem Anime, ja. Aber bin ich männlich oder... Also bin ich männlich? Also kann so, das sieht schon sehr männlich aus, ja. Ey, du musst Ja und Nein Fragen stellen, ne? Ja, bin ich männlich? Männlich, ja. Männlich, aha, ja. Also aber nicht zu 1 Million%, aber ich bin aus, sehr männlich. Aus dem Anime. Bin ich aus... Wir können ja gar nicht beantworten. Nee, ich weiß nicht, ich kann nichts beantworten. Keiner kennt den. Also es weitergeht, das Disc kann ich nicht beantworten. Bin ich aus One Piece? Nein. Oh, okay. 7 Stunden. Okay, bin ich männlich? Ja. Bin ich aus... Ich könnte ja auch mitraten mit dem jetzt. Ja? Bin ich aus einem Film oder einer Serie? Nein. Oh, krass. Bin ich männlich? Ja. Gibt's mich als reale Person? Ja. Ja. Okay. Komme ich aus Europa? Nein. Bin ich männlich? Ja. Komme ich aus einem Film oder Serie? Ja. Mag ich die Serie? Oder den Film? Das musst du wissen, Bro. Das musst du wissen. Oh, ja, so ein Ja, so. Ja. Jetzt wird's ja dann schon schwierig. Also die Antwort war ja. Okay, bin ich eine Person, die von einer echten Person gespielt wird? Ich bin kein Cartoon, kein Anime, ich bin eine richtige, echte Person. Also mich gibt's als echten Schauspieler, als Menschen. Also jetzt nicht irgendwie gezeichnet oder sowas. Ja, genau. Ich bin, also die Person ist ein echter Mensch und gibt's auch als Schauspieler. Ja. Ja! Ja, du hast eine sehr komische Frage gestellt. Ist kein Anime, ist nicht Zeichentrick, nicht. Ja, ich dachte ja keine nicht. Ist Realverfilmung. Ich glaube, das ist es. Ja. Realverfilmung. Genau. Da gibt noch Bad Tipps. Ja, ja, das ist es ja. Das war meine Frage. Das war die Frage. Okay, krass. Bin ich. Boah, das bringt mir auch nicht weiter. Hab ich braune Haare? Braun. Was? Das ist alles so schwer zu beantworten. Ja, das ist jetzt so, ne, was ist braun? Was ist da und so? Okay, lass mir die weg. Das will ich in Actionfilmen. Da will ich so ein krasser Draufhauer einfach auch machen. Ja. Bist du ein Draufhauer? Ich bin auch ein Draufhauer, krass. Betätige ich in meinem... Nee. Oh, wie schwierig. Ich wollte gar nicht so weit kommen direkt schon. Ist es älter als 2020? Älter. Ja. Film und die Serie, oder was? Film und Serie ist älter als 2020. Ja. Krank, gell? Wir sind ja schon voll nah. Hast es gleich. Sag mal nur deine Gedanken. So was könnten Ideen sein, wo es am Ende rauskommt. Ja, nee, das ist die doch nicht. Dann lacht ihr. Mach halt doch weiter. Boah, ist das jetzt schon... Wie doll kennt ihr beides? Gar nicht. Frag doch Film oder ich Serie. Ich sag nur ja, ob ich alle... Komme ich aus einer Serie?
Nein. Ja, du kommst aus einer Serie. Ja? Ja, ist eine Serie. Das ist witzig. Das ist witzig. Aus der Serie nach 2020. Ich bin männlicher Typ, der auch mal gerne drauf war. Roa dachte, dass es ein Film ist. Vor 2020. Vor 2020. Ja, vor. Du hast älter als 2020 gefragt. Ah ja. Also so doll hast du es dadurch tatsächlich nicht eingegrenzt. Das stimmt. Ich dachte auch. Boah, wie nervig. Komme ich aus dem Marvel-Universum? Nein. Wieso musstest du so lange überlegen? Ich habe überlegt. Der Mann hat Psychologie studiert, natürlich. Noah. Das muss ich auch. Okay. Also, wir können ja gar nicht mitmachen. Ich kann heimlich so, ich kann so gucken, ne? Nein. Nee, lass. Ich bin nicht. Nein, nächster. Endlich mal schnell. Du bist eine halbe Stunde dran. Mark. Bin ich männlich? Ja. Das ist scheiße. Ich bin aus Film, Fernsehen. Ja, das wird nur. Das kann man ja nicht fragen. Also ich bin Charakter, so das Gegenteil von Schauspieler. Ich bin Charakter, ich komme, ich bin nett. Ja. Okay. Auch Realverfilmung, ist klar bei mir. Realverfilmung. Da musst du Max anticken. Ja. Ja, ist es gezeichnet oder ja, ist er wirklich ja, nee, Schauspieler? Ich sag schon mal ja. Nee, schon mal. Ich würde Nee, ich sag nachher. So, ja, ich sag nachher. Also, sorry, dann wäre, wenn es animiert ist, dann wäre jetzt die Antwort nein gewesen. Und es geht weiter. Nee, ist nicht animiert. Oder? Was, wie kann man da überlegen? Beides. Ja, ist beides. Und auf dem. Ach so, oh, okay. Also, geht es bei mir in die Marvel-Richtung? Wenn es beides ist, klar. Oh, ich kenne tatsächlich ein bisschen, ganz bisschen kenne ich sogar Displays. Marvel-Richtung? Iron Man. Nee. Falsch. Schade. Hängt bei mir Hängt bei dir im Zimmer. Oh, Marvel, da bin ich schon richtig weit gekommen jetzt. Ja. Geil. Rot. Das ist da guck ich auch, natürlich auch ein bisschen. Das Ding ist, ich glaube, wir müssen Breitenberg hierher holen. Damit er die Fragen beantworten. Ja, müssen wir kurz. Bei Anime muss ich halt richtig spezifisch. Probier mal. Ja, mach ich. Also, meine nächste Frage wäre jetzt. Da das One Piece nicht ist, muss das Anime erraten. Könnt ihr nicht googeln? Ist es älter als der Start von der Serie, von dem Anime? Ist es älter als 10 Jahre? Die Frage verstehe ich nicht. Ich glaub, ist es älter als 10 Jahre? Ist die erste Folge von dem Anime älter als 10 Jahre? Älter als 13. Ja. Wieso noch jetzt? Okay. Ach, du kennst es. Ich hab's nicht geschaut, aber ich bin hundertprozentig. 2 Minuten kommt er. Okay, dann bin ich aus Naruto. Mhm. Ja? Dann bin ich. Wieso hätte ich das nicht gewusst? Krass. Boah, wenn das falsch ist, bin ich voll im Arsch. Okay. Also, wir warten erstmal auf. Sieht doch nicht alles gleich aus? Nee, oder frag erstmal weiter. Meine nächste Frage ist: Bin ich aus Konoha Gakure? Keine Ahnung. Nie gehört, keine Ahnung. Okay. Alle lachen einfach. Das war aber so funny. Lass doch mal. Voll die ich so, wir brauchen Breitenberg, ich beantworte die Frage. Und dann kommt es. Da reden wir Japanisch. Genau. Wir brauchen Breitenberg nicht, ich mach das. Und dann fängt er an, nur Japanisch zu reden. Ja, wollte ich ja. Das ist eigentlich noch eine Betonung. Ihr sagt aber ein letztes Mal. Warte, kannst du mal kurz? Noch einmal. Noah einfach. Noah. Nee, das war ein bisschen länger gerade. Ja, Noah ist ja Kuchen. Ist für uns Außenstehende witzig, sorry. Das ist witzig. Wir brauchen Breitenberg. Wer ist denn jetzt dran? Das war ja nein. Alle haben gelacht. Alle haben gelacht. Leute lachen ist ein Nein. Ich habe irgendwie Angst. Ihr könnt mir überlegen, welche Fragen ihr jetzt hier stellt. Ja, ihr könnt eure Fragen überlegen. Marvel, ich habe keine Ahnung. Fragen. Also bei mir ist kein Mensch, das halt schon Ende. Ne? Ist schon Bruch. Na komm, Reiki. Nächste Frage wäre: Ist es ein Lebewesen?
Ja. Und dann knallt es halt auch wieder. Aber ihr müsst aufpassen, Breitenberg gibt gerne immer Tipps bei Wer bin ich. Nee, das ist schlecht. Und hey, Tipps geben. Wir brauchen Breitenberg. Dich. Breitenberg, einmal dahin stellen und lass dich einmal... Oder stell dich mal... Sofa. Sehr gerne, mein Herr. Du bist nämlich jetzt der... Du bist gebraucht. So, jetzt Breitenberg, so. Aber du guck, wie man mir der Kerl ist. Du darfst nur ja oder nein sagen. Nichts sagen. Nichts sagen. Nur ja oder nein. Ihr kennt den nicht? Nein, nein, keiner kennt den hier. Noch nie gesehen. Kulturbauern seid ihr. Nur ja oder nein. Du darfst nicht mal lachen. Wiederhol deine Fragen von ihm. Bin ich aus Kulor? Ja. Okay. Er ist drin. Okay, ich bin aus Konoha. Bin ich älter? Ja. Okay. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich bin gespannt, wir wissen ja gar nicht, worum es geht. Bin ich oder war ich mal Hokage? Bist du Hokage? Nein. Nein? Was okay. Nicht Bukage? Okay. Okay, klar. Was machen wir jetzt? Kannst du hier noch ein bisschen bleiben? Bin ja nicht, alles gut. Okay, cool, ja, natürlich. Bin ich eine Person des öffentlichen Lebens? Sie. Bin ich ein Künstler? Also Künstler, Musik, etc. Nein. In der Kunstform. Genau. Nein. Ja. Ich komme nicht aus Europa. War ich schon mal im Fernsehen? Ja. Bin ich eine Figur aus Filmen und Serien? Nein, du hast schon gefragt, ob es dich in echt gibt in der letzten Runde. Das war ja echt. Was? Dann kann ja trotzdem in einem Film sein, wenn ich ein Schauspieler bin. Dann gibt es mich in echt und ich bin in einem Film. Ach so. Ja. Okay, dann ja. Okay. Das war die Frage tricky. Das heißt, eine Frage. Nee. Das ist eine freie Frage. Ey, die nächste Frage, die ich stelle, ne, ich sag schon mal Bescheid bei mir, an die Leute, die nach Naruto gucken wollen. Bei der nächsten Frage, die ich stelle, kurz links noch, weil das kein Spoiler. Ah, okay. Oh, sehr guter Hinweis. Guter Hinweis. Dann ja, Antwort. Weit gedacht. Okay. Das heißt, ich bin ein Schauspieler. Schall. Bin ich ein Schauspieler? Ja. Ja, fuck, ich bin raus. Spiele ich in einem Actionfilm mit? Ja. Ich komme aus den USA. Ja. Okay. Ja. Habe ich manchmal eine Waffe in der Hand? Ja. Okay. Oh, das ist echt. Ich war ich? Ja. Ach, Digga. Ich wüsste nicht, wie ich an deiner Stelle jetzt weitermachen würde, selbst wenn ich wüsste, was das ist. Ich werde ihn wahrscheinlich ist. Nicht kennen. Ich werde ihn sehr wahrscheinlich nee, nee, das schon. Du ich kenne keine Schauspieler. Du kennst Johnny ihn? Nein, nein, du kennst ihn. Mach weiter. Great. Okay, war ich mal James Bond? Nein, Bro, was ist das für eine Scheißfrage? Ja, gib mir echt Kacke. Du musst ey, von breit ja, ich probier ich auch. Ich kenne Actionfilme mit James Bond, mehr hab ich nicht gesehen. Also, ich bin ein männlicher. Zusammengefasst, ich bin ein männlicher Schauspieler, der auch gerne mal draufhaut. Und meine Serie oder Film ist älter als 2020. Nee, du musst, sorry, muss ich. Danke. Nee, egal, mach weiter. Der irritiert ihn, der spielt gerade in deinem Kopf einfach pink. Nee, ich dachte kurz, aber es ist. Nee, wir machen einfach weiter. Du hast die. Und ich mag den Schauspieler, wurde auch gesagt. Und was war meine Frage, ob ich die Serie oder den Schauspieler mag? Serie mag. Und die Antwort war ja. Ja. Schauspieler aus einer Serie. Das war so ein Joa. Boah, das sind so höllenviele, das ist so beschissen. Ich hatte die ganze Zeit zu überlegen, wer es ist. Aber mir fallen die ganze Zeit immer nur spezifische Personen an, aber die kann ich jetzt nach und nach abfragen. Ich muss es eher eingrenzen. Ja. Aber es ist schwierig, finde ich, einzugrenzen, wenn du so eine Sorge hast. Du musst ja dann in irgendeine Richtung. Aber Marvel zum Beispiel war ziemlich smart, weil da sind unfassbar viele Filme und sehr viele Charakter. Bin ich krass reich? Nein. Nein, also, ich muss das auflösen, weil es gab einfach ein Missverständnis. Kein Schauspieler, sondern du bist ein Charakter in einer Serie, in einem Film. Aber meine Frage war doch, ob es mich auch in echt gibt, habe ich davon gefragt. Deine Frage war, ob es eine Realverfilmung ist. Also ob es gezeichnet ist oder ob es Realverfilmung ist. Da haben wir ja gesagt. Aber du bist kein Schauspieler. Du bist eine Figur. Ja gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, die Figur hat einen Schauspieler. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja klar, aber es geht nicht um die Schauspieler, sondern um die Figur. Okay.
Iron Man, du hast keine Frage. Hätte ich Robert Downey Jr. und ich sage Iron Man ist Iron Man falsch. Ja. Habe ich aber Iron Man und ich sage Robert Downey Jr. ist Robert Downey Jr. falsch. Okay, jetzt bist du dran. Du bist kein Mensch, war es bisher. Genau. So weit hast du dich schon vorgestellt. Bin ich ein Lebewesen? Nein. Ich würde sagen, nein. Es ist irgendwo nein. Das war nein. Ich hab's gesehen. Ich sage nein. Es ist nein irgendwo, ne? Sofort draußen, also komplett. Was sagen wir? Ich hätte ja gesagt. Ich hätte ja gesagt. Er hat ja gefragt. Was? Was hast du zuerst gesagt? Schwierig. Bin ich ein Mensch und dann bin ich ein Lebewesen? Ein Mensch hat mir nein gesagt. Nicht zu raten. Aber nicht zu raten. Nicht drüber reden. Nicht drüber reden. Ich würde sagen nein. Ich würde ja sagen. Okay, dann stimmen wir drei ab. Freien Wähler, was sagst du? Lebewesen? Nein, guck mal. Rohr, was sagst du? Also Lebewesen mit Gefühlen und so, ne? Sowas in die Richtung. Ich sag ja. Hat die so sagst ja, dass wir schreien oder so eine Gefühle wie ein Lebewesen halt. Oder? Ja. Aber du bist scheiße. Du hast unseren Struggle verstanden. Eine neue Frage, aber es ist eindeutig so. Muss ich jetzt eine neue machen? Ja. Wenn man ja hat, kriegt man viele neue. Bin ich Schwammkopf? Ja. Perfekt. Hä? So hast du es jetzt gepackt, weil wir geschwankt haben bei Lebewesen oder nicht? Ja, wegen Schwamm. Das ist meine Lieblingsserie gewesen. Was? Das kann nicht sein. Das kam so random. Guck dir mal den Blick dazu an. Schau dir mal das Bild, den Blick dazu an. Ja. Krank. Das ist echt heftig. Wie random einfach das ist. Boah, du bist schon mal raus mit dem Kostüm. Das ist heftig. Aber ist auch gut, was ist kein Lebewesen und ein Lebewesen und kein Mensch. Aber die Frage mit den Gefühlen und, ne? Weil war schon, dass ein Gegenstand ist oder so, der dann irgendwie was verkörpert. Ja, das ist ja so.